Hallo, herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Wie weit ist Matthias mit ihrer Schwangerschaft? Wird das dieses Jahr, dieses Jahr. Diese Folge wird das Baby wohl nicht geboren werden. Es ist aber Wochenende. Das heißt, ein bisschen entspannter als sonst. Müssen uns nicht mehr so abhetzen mit ins Bett gehen, dann noch vor der Schule noch aufs Klo und vielleicht noch duschen und essen und das ganze Zeug. Irgendwann wird es einfach viel zu stressig. Einfach viel zu stressig. Sie will ein Gemälde beenden. Ist das ein Gemälde von dir? Nein. Ist das ein Gemälde von dir? Ja. Mach mal. Laruna, wie sieht es denn bei dir aus? Laruna, danke. Die will eine Sportsendung anschauen und von Ideen erzählen. Ja, dann guck dir den Sportkanal. Wie sieht es denn bei dir aus? Ach, wegen. Heul doch. Die sorgfältigen Forschungen von Laruna haben spektakuläre Resultate erbracht. Ein Sammelbild ihrer Entdeckung wurde in ihrem Inventar abgelegt. Okay. Bin mal gespannt. Zellbaustein. Seltenheit ungewöhnlich. Okay. Das packen wir mal hier an die Wand. Oh. Sieht auch ganz gut aus. Sieht ziemlich hübsch aus. Gefällt mir. Die Wand. Die Männer. So. Er ist kein Einserschüler geworden, glaube ich. Nee, sind wir noch Zweier Grundschüler. Du hast mich enttäuscht. Wahrscheinlich, weil er jetzt zu spät zur Schule gekommen ist. Dann hast du gedacht, nee, ich schwänz mal heute. Modern wird es eh nicht merken. Sie muss doch heute bestimmt. Nee, muss sie nicht. Sie hat auch Wochenende. Dann kann sie ja mal. Das Bild wollte ich eigentlich nicht wegmachen. Warum ist es hingepackt? Nee, ist immer noch da. Martina hat dein Meisterwerk fertiggestellt. Schön. Dann kann sie. Hallo? Irgendwas ist mit meinem PC los. Vorhin hat er auch rumgesponnen. Muss ich auch neu starten. Oh Mann, das ist so nervig. Mit dem scheiß Pflanzen hier. Na, jeden. Kümmere dich hier mal um deine scheiß. Boah. Ich will keine scheiß Samen kaufen, ich will mich hier um die Pflanzen kümmern. Das ist so nervig, da muss man so ganz penibel genau. Jetzt geht sie schlafen. Na okay, sie hat ja das Wochenende Zeit, um ihre Programmierfähigkeit so ein bisschen zu üben. Ja. Hier ist langsam alles schlafen, bis auf Martina, die muss sich hier um den Garten kümmern. Dann kann sie aber auch was essen. Direkt hier öffnen. Dann hier Spinat-Dings. Deine Ernte packen wir mal alles hier rein. Und den Veggie-Burger auch. Na komm. Spiel. Hallo? So. So. Ach komm, ey, Spiel. Das kann doch nicht so schwer sein. Einfach mal 40 Spinat mal reinzupacken. Hat doch so unglaublich viel Platz. Bist du schon ausgeschlafen? Nee. Hat einfach nur keinen Bock zu schlafen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, jetzt ist ein Basilikum auch noch da rein. Na? Wird's was? Wird's was? Na komm, komm schon. Geht doch. Was braucht das so extrem lange? Naja, ein bisschen vorspulen. Und du gehst gleich ins Bett, junger Mann. Hier, geh da schlafen. Mir egal, dass du ja gerade energiegeladen bist.
Noch ein bisschen schneller. Martina kann jetzt in Elternzeit gehen, wenn sie arbeiten würde. Aber das darf sie ja nicht. Bis jetzt hat, glaube ich, von den Kindern auch nur einer ihre blauen Haare geerbt. Die anderen haben alle was anderes bekommen. Komisch. Na egal. So, essen und danach kannst du auch mal schlafen. So, das dritte Trimester schon mal da. In der nächsten Folge wird dann vermutlich dann das Baby kommen. Hoffentlich. Ach, scheiße, da ist das Waschbecken kaputt. Ach, scheiß drauf. Macht jemand anders nachher wieder. Wohl, nee, das geht schnell. Das kannst du auch machen, Martina. Ja, reparier das mal und danach kannst du schlafen. Geht ja ganz flott. Jupp. Schon fertig, siehst du? Hat auch nicht lange gedauert. Schlecht zubereitetes Essen. Was wollt ihr denn? Sie hat auch schon einige Level. Wahrscheinlich muss man da so richtig gut drin sein. Muss man richtig Talent für haben. So, Felix. Und so aufs Klo. Geh doch. Ja, geh doch. Ansonsten ist er relativ ausgeschlafen. Relativ. Duschen muss er auch gleich. Dann geht er in die Dusche, die ist schon ein bisschen, ja, verbessert. Geht am besten auch gleich direkt kalt duschen. Nein, du darfst ruhig zu Ende pinkeln. So, und danach darfst du ein bisschen Fernsehen gucken. Hier. Guck den Comedy-Kanal an. Wieso? Ah, hat anscheinend nicht gereicht. Na, egal. Das Puppenhaus so trümmern. Wie wär's mit einem Nein? Machst das schon oft genug. Wir müssen das so oft reparieren, das scheiß Puppenhaus. Spielt überhaupt irgendjemand mal damit? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wie viel ist das denn wert? Oh, 2000. Das ist schon mal ein bisschen was. Ist ja schon mal ein bisschen was. Kannst du dir auch hier mal ein Getränk holen. Hier, trink einen Tee. So, Elisabeth ist wach. Wir müssen hier noch ein zweites Date besorgen. Beziehungsweise, ja. Wir packen mal das auf den Tresen. Es ist nicht mehr allzu viel übrig zum Essen. Jetzt steht ihr ineinander. Jetzt ist dein scheiß Veggie-Burger. Hier, isst den jetzt. Jetzt hat sie die... Das passiert, wenn du zu lange brauchst, um deinen scheiß Burger zu essen. In so einer großen Familie. Ja, das kann man nicht wahr sein. Ich würde... Weißt was? Ist mir egal, was du machst. Hey. Er hat Hunger. Hier ist ein... Ah, er holt sich schon was. Beziehungsweise er hat's vor. Wenn ich Larola sich schon ankündigen würde. Boah, was macht sowas mit... Na gut, ist ein PC-Spiel, was? Jetzt nimm dein Scheißding! Oh Gott! Nicht die Spaghetti sauer machen? Ist das schon... Ist das Scheiß? Ich habe keine Ahnung, was... Ja, jetzt hat ihn wieder jemand weggeschnappt. Ist doch einfach allzu blöd. Weißt du was? Koch dir selber was. Hier, kochen.
ist ein, machen Gartensalat. Familienpackung. Nee, da will jemand dran. Es geht nicht. Nee. So bescheuert. Ja, es. Nee, jetzt holt sich doch nichts. Geh an den Grill. Hier, Grill, mach Würstchen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie angewöhnen, das Essen direkt einfach auf den Tresen zu legen. Ich glaube, wir brauchen noch einen größeren Tisch, wir brauchen eine größere Küche. Ja. Vor allem, wenn die Familie noch weiter wächst. Marlene muss gleich zur Arbeit. Ach nee, Elisabeth muss gleich zur Arbeit, stimmt ja. Oh, ihr geht's ganz gut. Hat, kann sich nicht beschweren. So, jetzt leg den Scheiß auf den Tresen. Jetzt nimm dir eins davon. Du hast Hunger, nimm dir eins. Oh Mann, ey. Mann. Was ist mit dir los? Sie muss duschen. Wo ist er denn? Sie ist da im Kinderschlafzimmer. Sei einfach mal am Mampfen. Hehe, ihr seid schwul. Eine Fähigkeit auf Level 2 bringen musste. Mach das schon von selber das Wochenende. Muss es nicht unbedingt nachhelfen. Siehste, schon auf Level 2. So, Marlene. Wieso schmeckt Ihnen das Gourmet-Zeug nicht? Scheiß Faschisten, ey. So, sonst hat jetzt keiner mehr Hunger, glaube ich. Rein da. Danke. Oh, wie süß. Der Max, der räumt auf. Irgendwie bekommt man einen Ruf. Oder doch nicht. Doch da. Bruno Jansen möchte vorbeikommen, abhängen. Ja, komm vorbei. Ist in Ordnung. So. Lukas, verpiss dich vom PC. Geh stattdessen duschen, du stinkst. So, und du wirst hier jetzt Programmieren üben. Und vorhin rumtrollen kannst du später auch noch. Ich freue mich schon darauf, wenn Martina zu alt ist und noch mehr Kinder... Ach, sie ist wach. Wenn Martina zu alt ist, um noch Kinder zu bekommen, wenn sie Rentnerin wird. Dann können wir uns darum kümmern, den Haushalt ein bisschen zu verkleinern. Dann reichen drei Badezimmer vollkommen. Ja, da will schon wieder jemand aufs Klo. Das ist doch die Hölle. Ich mach hier die Hölle durch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gestresst ich einfach bin. Oh, naja, vielleicht nicht gestresst, sondern einfach genervt. Hier stehen sie Schlange. Fürs Klo. Nee, doch nicht. Doch, fürs Klo stehen die Schlange. Was mit dir? Du musst nicht aufs Klo. Wieso stehst du im Badezimmer rum? Hier, geh einfach hier. Geh einfach Fernsehen gucken, wenn du nicht aufs Klo musst. Okay, pinkeln. Danach kannst du duschen.
So, sie versteckt sich einmal vor allem, ist in Ordnung, mach ruhig. So, jetzt begrüßt dein Gast. Hereinbitten. Dann kannst du nachher auch noch aufs Klo gehen. Ja, kein Wunder, dass bei uns ständig... Jetzt mach! Ja, oder auch nicht. Och Gott, ey. Geh halt da pinkeln. Wieso steht der denn jetzt da wie bestellt und nicht abgeholt? Er steht einfach da im Kinderzimmer. Wie so ein Pädophiler. Und das ist dann alle total beschämt, weil alle sich gegenseitig ins Badezimmer reinlaufen, wenn da schon jemand ist. Ihr macht Hausaufgaben. Das lenkt euch ab. So. Die obere Reihe des Sims machen jetzt mal Hausaufgaben. Die Hausaufgaben können weg. Die können wir für ein Simoleon verkaufen. Wahnsinn, der Geburtstag von Moritz naht. Ah, die werden dann Montag Geburtstag haben. Muss er gar nicht die Hausaufgaben machen. Na, scheiß drauf. Na, scheiß drauf. Elisabeth ist wieder da. Befördert wurdest du nicht? Nee. Ach, du musst das Level 4 der Charisma-Fähigkeit auch noch erreichen. Ups. Habe ich komplett vergessen, dass du das machen musst. Mach ich mal ein klassisches Gemälde, ein mittelgroßes. Das kannst du dann verkaufen. Mach hier impressionistisches Gemälde, mittelgroßes. Und da gucken wir mal weiter. Und sie muss ziemlich dringend aufs Klo. Dann geh. Morgen kannst du auch noch programmieren üben. Was willst du denn hier machen? Zimpedia durchsuchen? Befördert werden? Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, Marlene. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Ach Gott. Mit Besuch ist es auch nicht unbedingt einfacher. Hier. Spiel mal ein paar Spiele auf deinem Handy. Mitten im Flur. Weil du es kannst. Felix baut sich gerade Muckis auf. Oder so in etwa. Er ist angespannt, nicht genug Training. Dann hier, mach sie doch. Da ist auch ein Boxsack noch frei. So, wer hat denn nochmal Geburtstag? Tobias? Ich habe irgendwas mit Tobias gelesen. Ach, das ist ja Tobias. Laruna hat auch bald Geburtstag. Er hat heute Geburtstag. Ja, Martina, muss ich ranmachen, dann muss er ordentlich Kuchen backen. Ja, Schokokuchen. Und direkt danach ein Erdbeerkuchen. Da haben wir ihn. Ich wollte schon sagen, wieso hängt der jetzt draußen ab? Und Lukas hat seine Hausaufgaben da wieder liegen gelassen. Und die scheiß Dusche ist wieder kaputt. Weißt was, Marlene? Kannst du machen. Ich sehe nicht ein, wieso Marlene all das. Den ganzen. Ich meine, Martina, den ganzen Haushalt alles machen muss. Mit reparieren und so. Okay, leg das erstmal ab. Mach hier Geburtstagskerzen dazu. Und danach kannst du Erdbeerkuchen. Zack.
Ja, es hört auf, hier alle um eine Kuh herumzustehen. Der ist noch nicht. Der ist nicht für euch. Ihr Erdbeerkuchen. Ist den Scheiß jetzt. Ich meine, mach den Scheiß. Wieso ist da jetzt eine Pfütze? Hat sich irgendwer eingepinkelt? Hier, mach du mal sauber. Naja, in der nächsten Folge werden wir dann den Geburtstag von Tobias und Laruna. Die werden dann endlich erwachsen. Dann werde ich mal überschlagen, ob das vielleicht funktioniert. Dass sie ausziehen, dass wir dann nur noch 8 Sims haben. Das wäre großartig. Jetzt weiß ich, Laruna muss, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter hier leben. Naja. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.